Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Well Healing, dem Podcast, bei dem es rund um das Thema Gesundheit, das Leben im Allgemeinen und vor allen Dingen auch Leichtigkeit im Leben geht. Ich bin Imke Hausner, die Frau hinter Mindful Well Healing. Ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin und Coach und freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu hören. Ich hoffe, dass du einige wundervolle neue Erkenntnisse für dich bekommst und mitnimmst und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ich freue mich riesig, dass du dir auch diese Podcast-Folge wieder anhörst oder auch ansiehst. Und diesmal erfülle ich mir einen Wunsch, einen lang gehegten Wunsch und habe mir Dr. Thomas Kier eingeladen in meinen Podcast. Tom ist Notfallmediziner, Chirurg, Osteopath und Umweltmediziner. Und darum wird es auch in unserem Podcast heute gehen, um einen Teil der Umweltmedizin. Und ich kenne Tom jetzt seit 2015. Wir haben uns auf einer, was ist das, Tom, gewesen, eine Weiterbildung, Fortbildung? Ja. Sowas haben wir uns kennengelernt. Und wir haben dann auch zusammen gearbeitet in einer kleinen Arbeitsgruppe und Tom hat mir relativ schnell gesagt, ich werde den Satz nie vergessen, mein Gott, bist du toxisch. und er hat nur in meinen Mund geguckt. Ich hatte bis dato noch sehr viele Amalgamfüllungen und habe mich dann irgendwann auf den Weg gemacht in Toms Praxis und habe mich mal anschauen lassen von ihm und war total begeistert von dem, was er sagt, von dem, wie er an Dinge herangeht. Habe dann auch eine Fortbildung bei ihm gemacht und was mich total fasziniert hat, ist, das allererste, was er gemacht hat, ist den Krebszyklus an die Tafel zu schreiben. Ich hatte gedacht mit dem Studium, es ist vorbei damit. Aber er hat tatsächlich meine Liebe zur Biochemie wieder erweckt. Ich habe das lange weggeschoben und finde, es gibt fast nichts Wichtigeres und Besseres in der Medizin und Biologie als die Biochemie. Und ich dachte... Genau. Ja, that's live. Ich dachte, Tom, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, die ja bei dir sehr, 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 sehr kostbar ist, heute mit zu sprechen. Ja, danke. Freue mich auch, da zu sein. Zumindest, dass wir mal dazu kommen, auch in die Öffentlichkeit zu reden und nicht nur uns unter vier Augen auszutauschen. Genau, genau. Wir haben uns ja live und in Farbe erst gestern gesehen, weil ich wieder bei einer Behandlung, zu einer Behandlung bei dir war, so rum. Und zwar ist das ja, glaube ich, so das aktuellste und neueste überhaupt, was es in der Entgiftungsmedizin gibt, die Inosphorese. Und das ist ja ein Wort, das ist ja nicht selbsterklärend. Ich versuche das immer so zu erklären, dass das so eine Art Umweltdialyse ist. Aber ich würde dich bitten, dass du mal erklärst, was das eigentlich ist, wann das Sinn macht. Ja, also das ist tatsächlich jetzt nicht allzu neu, sondern es ist einfach noch nicht im Mainstream bekannt, aber es gibt es eigentlich schon seit den 80er Jahren, ist mehr oder weniger eigentlich vom Dr. Straube und sagen wir von den von Japanern mitentwickelt worden und ist ein Verfahren, wahrscheinlich momentan das schonendste Verfahren, um Umweltgiftstoffe verschiedenster Art aus dem Körper rauszufiltern. Ist aber eins der vielen Möglichkeiten, die wir sehen, um Giftstoffe rauszuholen. Sicherlich jetzt nicht die erste Wahl, weil es auch schon auch kostenaufwendig und extremst logistisch aufwendig ist. Ne? Also Patienten sind mehr oder weniger einen halben Tag, du kennst das ja, hier angebunden und das Ganze ist natürlich auch unter Monitoring und 1:1 Überwachung entspricht schon mehr oder weniger so eine Art auch Intensivmedizin. Ja, es ist jetzt natürlich nicht so, dass es lebensbedrohlich ist, wie ein Patient, der auf der Intensivstation liegt, aber es ist insgesamt vom Verfahren aufwendig. Aber es ist ein Verfahren, mit dem man sowohl Lösungsmittel als auch Pestizide oder andere
chemische Giftstoffe, krankhafte Eiweiße aus dem Körper extrahieren kann und vor allen Dingen auch Schwermetalle. Und das lässt sich letztendlich relativ gut machen und leider Gottes ist die Bedingungen, die Umweltbedingungen und die Belastungen, die wir momentan in unseren Körpern haben, so, dass man früher oder später wahrscheinlich von irgendeiner Form einer Entgiftungstherapie gar nicht mehr davonkommt, ne? Weil wir eben entsprechende Krankheiten entwickeln, die letztendlich alle als chronische Zeitkrankheiten zu werten sind. Aber da gilt es, glaube ich, noch ganz arg auch zu sensibilisieren. Ne? Das, was ich immer so feststelle, ist, wenn ich von Umweltmedizin erzähle, das wird teilweise noch so ein bisschen in die Schmuddelecke der Medizin gepackt. Ne? Das wird ganz oft mit Geldmacherei verbunden. Und dann heißt es, naja, da gibt es ja auch ganz viele, die sagen, du musst nur ein Pülverchen nehmen. Also diese ganze Detox-Geschichte, die ja fast schon so ein Modewort geworden ist, fast schon auch ein Unwort. Ne? Also viele verbinden da einfach was ganz anderes damit. Und ich denke, wir müssen auch mal jetzt differenzieren, was ist jetzt so Wellness-Detox, so würde ich das mal bezeichnen, und was ist jetzt wirklich Entgiftung? Na gut, ich meine, grundsätzlich ist es ja immer gut, auf irgendeine Art und Weise sich zu entgiften, weil man etwas, was belastend ist, es kann ja auch eine geistige Komponente sein, lösen kann und aus dem Kofferraum schmeißen kann und damit entlastet man das System. Daher muss gerade mal ganz kurz, ich weiß nicht, so im Hintergrund laufen bei mir irgendwelche Anwendungen, ganz kurz, ich muss mal hier kurz wegfahren, ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, und das bedeutet, dass wir uns natürlich die Frage stellen, was wollen wir erreichen mit Detox, wenn wir jetzt einfach eine Woche uns in irgendein Hotel einnisten und dort regelmäßig Darmspülungen und Obst- oder Gemüsesaftkuren machen, ist das sicherlich für den Körper auch mal nett und auf eine gewisse Art und Weise kommt da auch mal was raus aus dem Körper. Aber wir reden ja jetzt von lang persistierenden Stoffen in unserem Körper. Also es gibt eine Menge Chemikalien, die wir vielleicht so in den 50er Jahren, 60er Jahren breit angewendet haben und die sich momentan in der Nahrungskette immer noch finden. Oder es gibt auch Belastungen, die relativ neu sind und massiv zugenommen haben. Und das sind Stoffe, die kriegen wir jetzt nicht über eine, ja, diese Wellness-Detox-Kur oder so raus, weil die in teilweise festen Bindungen sind. Oder einfach, sagen wir mal, mit einem aufwendigen Verfahren aus dem Körper überhaupt gelöst werden können. Und das muss man einfach unterscheiden. Ne? Ja, so spannend, weil du hast ja dann auch quasi von meiner letzten Inu das Eluat dann eingeschickt und hast es ja auch analysiert oder analysieren lassen. Mhm. Und da war auch ein Stoff, das hat mich so erschreckt, ein Lösungsmittel, weil ich trinke eigentlich immer echten Kaffee. Und habe nur in der Schwangerschaft und Stillzeit entkoffeinierten Kaffee getrunken. Und du hattest mich ja gefragt, ob ich irgendwas abgebeizt habe, als wir über den Stoff gesprochen haben. Also, nee. Ja. Aber das ist genau auch dieses Lösungsmittel, was sehr günstig ist in der Industrie, um zum Beispiel Kaffee zu entkoffeinieren. Und mein jüngster Sohn wird jetzt dieses Jahr 13. So lange, also gut, muss noch ein Jahr draufzählen für die Stillzeit. Aber seitdem trinke ich keinen entkoffeinierten Kaffee mehr. Und das ist ja in einer nicht geringen Menge in mir drin. Ja. Und ich denke, Wahnsinn. Naja, klar, ich meine, das ist ja auch so. Also so ist es ja auch mit einigen Schwermetallen. Ja, Quecksilber vermutet man eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Also, wovon reden wir jetzt? Wir reden jetzt davon, dass, nehmen wir mal an, bei dir wurden vor 15 Jahren die Amalgamfüllung rausgemacht und du hast vorher vielleicht auch eine Exposition gehabt durch deine Lebensweise, dann hast du deinen Körperpool entsprechend aufgesättigt. Ja, ich meine, da passt immer noch viel mehr rein, als wir so denken.
Aber das ist dann halt schon seit vielleicht 15 Jahren im Körper und über die Atmosphäre nehmen wir es teilweise auf, über die Nahrungsmittel nehmen wir es weiterhin immer noch auf. Das heißt, es kann sich ja von selbst gar nicht erniedrigen. Wir sehen das ja auch bei den Analysen von Patienten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Schwermetallanalysen durchführen und Patienten sagen, ah ja, ich will mir das alles nochmal überlegen und melde mich dann irgendwann nochmal. Ja, dann kommen die nach 2, 3 Jahren zurück, dann machen wir einen Retest und es ist in der Regel meistens mehr geworden, nicht weniger. Obwohl die versucht haben, in der Zeit, ich sag mal, sehr clean zu leben. Aber es lässt sich ja eigentlich gar nicht mehr vermeiden, Ja, dass also allein wir eine toxische Aufnahme in den Körper haben. Ja. Letztendlich ist unser Körper ja eine Regentonne, in der sich ein Chemiecocktail aufhält. krass, krasses Bild. Ja, was ich ja auch so krass fand in der Fortbildung, hast du ja gesagt, dass Schwangere 40% waren es ja, ne, glaube ich, 40% ihrer Belastung an das ungeborene Kind gleich schon weitergeben. Das heißt, selbst so ein Kind kommt ja nicht bei null auf die Welt. Das bringt ja schon jede Menge mit. Ja, also wir haben sicherlich, ich schätze mal, hunderte von Analysen aus den letzten 10 Jahren von Kindern. Und die Belastungen sind eher zunehmend, das ist korrekt. Und das ist immer die Frage, ja, wo kommt das denn her? Der ist ja erst 7 Jahre alt. Und die Kinder kommen heutzutage nicht mehr sauber auf die Welt, weil wir haben eben osmotische Kräfte zwischen Mutter und Kind, was ja auch logisch ist. Ich meine, wir haben eine Teilchenverlagerung von Mutterkörper in Kindskörper, ist ja auch notwendig, auch für die Nährstoffversorgung, für die Energieversorgung des Kindes. Es muss ja eine Umverteilung geben Richtung Embryo oder Frucht. Und die Barriere ist eben die Plazenta. Es gibt halt viele Substanzen, die plazentagängig sind und damit natürlich auch in den Säuglingskörper oder in den Embryokörper oder in die Frucht umverteilt werden. Und das Problem ist, dass nicht nur die guten Stoffe umverteilt werden, sondern halt auch ein Batzen schlechte Stoffe. Das hat natürlich auch mit der Lebensweise mit der Mutter während der Schwangerschaft zu tun. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, mit welcher Belastung geht eine Mutter in die Schwangerschaft rein? Ja. Ja, und damit kommen die Kinder heutzutage sehr sicher nicht sauber auf die Welt, weil die meisten Mütter halt auch Belastung haben, also auch unbewusst Belastung haben. Die wissen es ja einfach nicht. Ja, du hast mir ja auch mal gesagt, dass vor allen Dingen Aluminium jetzt so ein Thema ist, gerade auch bei Intoxikationen oder eben Belastungen bei Kindern. Und dass ja die Amis, meine ich, da schon recht gute Studiendaten und Lagen auch schon haben, was das eigentlich macht, weil Aluminium ist ja auch ZNS-gängig. Das heißt, das macht ja dann einiges. Was siehst du da für Auffälligkeiten bei Kindern? Na gut, ich meine, Aluminium ist eine Belastung, die in den letzten, ich würde mal sagen, 4 Jahren zunehmend mehr zu sehen ist, inzwischen eigentlich bei allen. Wir haben Aluminiumbelastungen, sagen wir, vor 10 Jahren oder 6, 7, 8 Jahren nur selten und sporadisch mal gesehen, so dass wir davon ausgehen, dass es eine der vielen Belastungen ist, die noch on top kommt. Also wir sehen bei Kindern auch eine Kontrastmittelbelastung regelmäßig, was aus dem Trinkwasser kommt. Wir sehen bei den Kindern auch regelmäßig eine Quecksilberbelastung. Wir sehen bei allen Kindern durch die Bank durch auch eine Bleibelastung. Zumindest bei den Kindern hier aus Deutschland auch immer eine Uranbelastung, was auch aus dem Trinkwasser kommt. Also es ist immer ein Chemie-Cocktail, aber was eben die letzten Jahre sehr auffallend war, ist, dass die Aluminiumbelastung noch zusätzlich on top kommt und Aluminium ist einfach Nervengift. Es kann ins zentrale Nervensystem transportiert werden. Das stört sicherlich die Neuro Genese, also die Entwicklung von Nerven und auch, dass sich Nerven organisieren, ja, Neuroplastizität nennt man das.
Und das ist ja das, was bei den Kindern extrem wichtig ist, weil im Rahmen der Embryogenese ist vor allen Dingen am Anfang, werden die Steuerungssysteme angelegt und das ist das Nervensystem. Und man sieht eben später, dass zum Beispiel Säuglingsreflexe persistieren und Kinder dann in der Reuter-Behandlung sind, nur mal so als Beispiel, oder neurokinesiologische Behandlungen sind und nicht gut auf diese Therapien auch teilweise ansprechen. Ja, manche Kinder sind mit 2 Behandlungen wieder angebahnt und andere brauchen 15 Behandlungen. Und da muss man sich ja die Frage stellen, was macht eigentlich so den Unterschied aus? Warum sprechen die einen auf eine effektive Therapie gut an und die anderen überhaupt nicht? Und das ist sicherlich ein Faktor, ist eben, dass dieses Nervensystem einfach geschädigt ist. Und wenn man das als Eltern nicht bemerkt, dann wird diese Entwicklungsstufe auch irgendwann übersprungen und es macht sich an anderer Stelle bemerkbar. Und dafür ist sicherlich die Medizin momentan gar nicht ausgelegt, diese sogenannten Soft Neurological Signs zu erkennen, zu interpretieren und im Blick zu behalten. Es kann immer mal Verschiebungen in der Entwicklung eines Kindes geben, aber dass bestimmte Sachen eigentlich gar nicht mehr vernünftig in diesem Entwicklungsstadium bis zum aufrechten Gang vonstatten gehen und es sich dann auf anderer Ebene bemerkbar macht, das entgeht ganz häufig auch, sagen wir mal, den klassischen Untersuchungen, die man beim Kinderarzt hat. Und die Kinderärzte sind eben nicht informiert über diese Zusammenhänge. Generell die Medizin nicht. Ich meine, woher denn auch, wenn ich das in meiner Ausbildung nicht lerne, dann gibt es diese Welt der Medizin ja für mich gar nicht. Das ist ja ein reines In-the-Box-Denken. Man kommt aus der Uni raus und denkt, man weiß viel. Dabei weiß man gar nichts. Ja, das fand ich auch. Also jetzt habe ich gleich 3 Sachen, die mir eingefallen sind, als du jetzt erzählt hast. Fange ich mit dem letzten Punkt an, von der Uni kommt. Das ist auch so spannend gewesen, weil wir hatten ja einen, wie weit war er denn da? Also noch Medizinstudent bei der Fortbildung bei dir. Und du hast ihn ja immer mal gefragt, ne, wisst ihr das? Wisst ihr das? Lernt ihr das? Weil da ging es ja auch zum Beispiel um den Vitamin-D-Quotienten, den du uns da ja auch erklärt hast, der ja auch wichtig ist, gerade auch wenn man überlegt, wie gehe ich da jetzt an gewisse Themen ran, und er sagte, nee, also davon habe ich jetzt an der Uni nichts gehört, ne? Das höre ich hier, wo ich immer denke, warum so ein Wissen nicht einfach schneller einfließt, ne, in die breite Ausbildungsmasse. Das finde ich nach wie vor schlimmer, ist in der Pharmazie nicht anders, ne? Unsere Professoren haben gesagt, also eins ist klar, das Lehrbuchwissen ist 70 Jahre alt. Super. Gut, ich meine, man muss ganz klar sagen, die Medizin ist eine hierarchische Ausbildung. Das heißt, es wird Freidenker sind ja in der Uni gar nicht erwünscht. Ich meine, ich habe zum Glück mit einigen Professoren Kontakt gehabt, die verrückte Sachen gemacht haben und auch interessante Gedanken hatten, aber das waren halt Leute, die mehrere Facharzttitel hatten und vielleicht noch einen Doktor der Philosophie und Chemie und die von der Thermodynamik bis zur Quantenphysik irgendwie sich über alle Sachen im Leben Gedanken gemacht haben und besessen waren, sagen wir mal, diesen Planeten und Universum und die Funktion des Menschen einfach besser zu verstehen. Und dann gibt es natürlich halt in der Uni ganz klar die Strukturen. Das, was der Prof sagt, ist gesetzt, hinterfragen brauchen wir es nicht, und so kommt man dann durch diese 6 Jahre irgendwie durch, ja, und so ist es dann in der Klinik ja auch, das, was der Chefarzt sagt, das wird dann gemacht, und auch da gilt es nicht zu hinterfragen, und die Medizin hat halt den Gedanken gutes Ursache-Wirkungsprinzips, ja, also ein bisschen altmodisch, nicht so multifaktorielle, epigenetische Ursachen für Krankheiten, sondern ich habe ein Problem, ach, das ist ein Schmerz, wie kann ich das unterdrücken? Ja. Oder ich habe ein Problem, es ist zum Beispiel eine bakterielle Infektion, was gibt es ein Gift oder was gibt es eine Therapie dagegen? So die Fragestellung, warum hat sich das eigentlich entwickelt?
wie ist das dazu überhaupt gekommen? Warum ist ein Mensch häufig im Winter ständig krank? Warum entwickelt sich eine Autoimmunerkrankung? Die Herleitung einer Krebserkrankung, die ja im Prinzip Jahrzehnte zurückgeht und nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geist mit einbezieht, das sind doch alles keine Fragen, die man in der Uni stellen darf, sondern es geht darum, welches Chemotherapeutikum man jetzt ansetzt. Absolut. Ich werde nie meine erste Stunde an der Uni vergessen, als wir dann den Stundenplan, Pharmazie ist ja sehr verschult, bekommen haben und uns gesagt wurde, so eins ist klar, ihr werdet hier zu Ja-Sagern, sonst schafft ihr nicht. Ne? Also wenn ihr nicht hier zu allem Ja und Amen sagt, dann könnt ihr gleich da durch die Tür wieder laufen. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass ja die meisten von der Schule kommen, ne, dann ist das schon ganz schön knackig. Ich hatte gesagt, drei Sachen sind mir aufgefallen, dann noch zu Aluminium. Wenn man das jetzt weiter spinnt, Tom, Aluminium wird ja auch mit Alzheimer in Verbindung gebracht. Ja. Das heißt, dass ja zu erwarten wäre, wenn jetzt die Belastungen immer weiter ansteigen, dass auch die Alzheimer-Erkrankungen in früheren Jahren wahrscheinlich dann sogar zunehmen werden, oder? Ich meine, es ist jetzt natürlich eine Glaskugel, aber... Nein, das ist jetzt schon absehbar, weil alle neurodegenerativen Erkrankungen nehmen momentan zu und die Patienten werden jünger. Mhm. Und das ist absolut, ich meine, dafür braucht man echt jetzt kein Riesenbrain zu sein, um zu registrieren, dass wenn die Zahl der, sagen wir mal, Erwerbslosen zunimmt und weniger Geld in die Kassen reinkommt durch die arbeitende Bevölkerung, weil die eben chronisch krank wird, und die Zahl der chronisch Kranken aber zunimmt, vor allen Dingen auch der neurodegenerativen Erkrankungen, die dann eben nicht mehr arbeiten können, dass das System kollabiert. Das ist aber auch dem Gesundheitssystem bekannt. Also es gibt diese ganzen Analysen gibt es, also es ist jetzt, das ist genauso wie vor 5 Jahren gab es schon Pflegenotstand und Personalmangel und viele tun so, als wäre das jetzt was Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Es war die ganze Zeit schon so, wir haben nur den Fokus jetzt drauf. Ja. Und genauso ist es mit meinen 40% der Kinder in Deutschland sind chronisch krank. Ja, der Anteil der Übergewichtigen, also ich meine, Adipositas ist eine Krankheit, das ist nicht in unserem natürlichen Programm drin, dass wir übergewichtig werden. Genauso ist es mit Diabetes Typ 1 oder der Altersdiabetes bei kleinen Kindern und sonstige Immunitätsprobleme wie Autoimmunerkrankungen, Allergien, all diese Sachen nehmen bei den Kindern zu. Das heißt, wir sehen jetzt schon bei den Kindern eine Zunahme der chronischen Zeitkrankheiten. Früher haben wir das mehr bei den Erwachsenen gesehen und das verlagert sich immer in das jüngere Alter sozusagen. Das ist wahrscheinlich in 5 Jahren werden die Patienten im Schnitt auch früher in bestimmte Krankheiten reinrutschen. Mhm. Und das ist alles eben nichts Neues und ich denke, vielleicht muss das auch alles so kommen, damit die Menschen auch mal aufwachen und in die Eigenverantwortung gehen, weil momentan haben wir ja so eine All-You-Can-Eat-Mentalität. Ja, ich lege meine AOK-Karte irgendwie hin, hole mein Rezept ab und damit ist alles gut. Sieht man ja momentan auch eben, was da für Partys gefeiert werden bezüglich irgendwelchen Impfstoffen, die momentan irgendwie verscherbelt werden müssen. Und da wird gar nicht so hinterfragt, bin ich der geeignete Mensch dafür, wie ist die Risiko-Nutzen-Abwägung. Das heißt, man holt im Prinzip sein Pilzchen ab, Bluthochdruckpilzchen ab, sein Diabetespilzchen ab und seine Antiallergiepille ab und hinterfragt gar nicht, wie hat sich das überhaupt entwickelt? Also woher kommt das Ganze? Und da müssen wir in einen anderen Bewusstseinszustand kommen im Laufe der Zeit, weil natürlich können wir hier entgiften ohne Ende. Aber was wir zumindest bei uns nicht machen, bei uns geht der Patient durch eine sehr intensive Aufklärung erstmal. Und er muss auch selbst an seinem Leben was ändern. Und das machen wir dem Patienten auch klar, weil ich kann nicht Cadmium und Blei aus dem Körper rausholen, wenn jemand der Meinung ist, er müsste weiter Päckchen Kippen am Tag rauchen. Das bringt nichts. Ist sinnlos. Das ist für mich Frust und für den Patienten Geldverschwendung. Ja, absolut. Und
Und das wird sich eben jetzt auseinanderdividieren. Es gibt Menschen, die sind bereit, eine Eigenverantwortung zu übernehmen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und sich selbst zu verändern, was ja auch eine Veränderung nach außen bringt. Und es gibt andere geben, die laufen weiter in ihrem Hamsterrad. Und so teilt sich das im Prinzip auf. Es gibt Menschen, die suchen diese Medizin, wie wir sie hier machen. Und es gibt andere, die haben es damit abgefunden, chronisch krank zu sein und dann vielleicht auch 20, 30 oder 40 Jahre früher in eine chronische Krankheit zu rutschen und auch früher den Planeten zu verlassen, so zumindest mal materiell gesehen den Planeten zu verlassen. Ja, du hattest ja damals in der Fortbildung auch diese Zahl 57,4 war es ja, glaube ich, in den Raum geworfen. Das wird sich ja jetzt schon wahrscheinlich abgesenkt haben. Das ist ja die durchschnittliche Alterszahl, die man erreichen kann, bevor man in die chronische Erkrankung geht. Und dann ist es ja aber auch so, dass man immer, also höre ich ganz oft, ja, das hatte die Oma doch schon, ne, den Bluthochdruck oder den Altersdiabetes oder Gicht, das ist doch bestimmt irgendwie vererbt, weil, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade sagtest, dass man ja an sich selber arbeiten muss, weil es tut ganz vielen weh, hinzuschauen und zu sagen, das könnte ja auch an meinem Mindset gelegen haben, in Kombination mit einer sehr ungeschickten Ernährung und was weiß ich, was der alles noch so getrieben hat. Das heißt, so diese Eigenreflexion, ja, was dir ja auch wichtig ist, dass die Leute sich verändern, da musst du erstmal hinkommen. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung für Heilung, ist ja, dass man in die eigene Reflexion reingeht. Ja. Und es gibt Patienten, die sind leider durch unser System so stark konditioniert, dass sie ja gar nicht daran glauben, dass der Mensch eine Eigenregulation hat. Und ich sage das immer wieder so vor den Patienten, sind sie regelmäßig im Wald? Und dann sagen die ja, und dann sagen wir, dann sehen sie doch manchmal auch mal ein Eichhörnchen, oder? Und dann sagen die ja, das ist wunderbar. Nächstes Mal, wenn sie ein Eichhörnchen sehen oder wenn sie in den Bergen sind und sie sehen dort einen Steinbock, dann fragen sie dieses Tier, ob es einen Hausarzt hat, ob es schon bei der Darmspiegelung war, ob es seine Impfung schon bekommen hat und wann die letzte Vorsorgeuntersuchung eigentlich war. Und dann macht es so ratter, 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 ratter und man merkt so, ja, aber die brauchen das ja nicht. Also genau, warum brauchen wir es denn? Also verstehst du, unsere Programmierung basiert ja auf Wachstum und Vermehrung der Spezies. Und damit sind alle Systeme in unserem Körper auf Regeneration ausgelegt. Also das ganze Immunsystem, was ja mehr oder also zum größten Teil sogar Kommunikator im Körper ist, zwischen Innenwelt, Außenwelt, aber auch Innenwelt an sich, also psychoneuroimmunologische Phänomene, ja, kann ja jeder auch an sich beobachten. All diese ganzen Phänomene dienen eigentlich dafür, dass wir wachsen und dass wir uns vermehren und dass wir unsere Art erhalten. Und dieser ganze Äther, in dem wir uns ja befinden, ist ja nicht dafür ausgelegt, dass Lebewesen grundsätzlich böse sind. Natürlich gibt es Feinde in der Natur, ja, also wenn ich jetzt in einem Fluss schwimme, wo Krokodile unterwegs sind und die haben Hunger, dann holen die sich halt die Nahrung. Dann habe ich halt Pech gehabt. Aber wir reden ja jetzt nicht von Unfällen und von solchen Sachen, sondern wir reden von unserem Sein hier auf dem Planeten und wir sind grundsätzlich immer selbstregulierend, so wie ein Steinbock in den Bergen und wie die anderen Tiere, die wir hier auch im Wald tagtäglich sehen. Das sind alles selbstregulierende Lebewesen. Die Frage ist, was ist in meinem Leben passiert? Natürlich auch an Glaubenssätzen, aber auch an Einflüssen auf mich, die dazu geführt haben, dass mein Körper entkoppelt ist. Letztendlich sind es doch nur vier Faktoren, die von denen ja mein Leben abhängig ist. Ich muss atmen, ja, weil ich muss Sauerstoff kriegen. Ich bin ein Sauerstofflebewesen, kein Mensch packt es ohne oder Säugetier packt es ohne Sauerstoff. Dann muss ich was trinken. Und jetzt können wir gerade einen Schritt zurückgehen, wenn die Luft ständig belastet ist und ich jeden Tag Feinstaub einatme, was übrigens voll ist mit ganz vielen Schwermetallen und auch Aluminium, werde ich halt irgendwann krank.
Ja, wenn dieses Aluminium sich in der Lunge anreichert und das Lungengewebe ist extrem schwer der Entgiftung zugänglich, also auch den Medikamenten, die den Körper entgiften können, erreichen nicht gut das Lungengewebe. Das ist mit Leber und Niere anders. Und dann muss ich was trinken. Das heißt, ich habe den Input über mein Verdauungsapparat. Und wenn die Getränke, ich sage mal, wenn ich aus dem Brunnen trinke, das mit Arsen belastet ist, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich irgendwann krank bin und einen Krebs kriege oder sonstiges. Ich muss Substrate zuführen, also ich muss Nahrungsmittel zuführen und diese Nahrungsmittel sind ja nicht mehr das, was die Natur hergibt. Weil sobald ich einen Schritt aus der Obst- und Gemüseabteilung auch nur 1 Meter weitermache in den Supermarkt, bin ich eigentlich in der Falle. Dann muss ich nur noch sehr bewusst eben mit meinen Einkäufen jetzt umgehen. Und wenn man sich mal anschaut, was so in den Nahrungsmitteln und in den Verpackungen hinten so draufsteht, versucht man eigentlich am besten von der Obst- und Gemüseabteilung direkt zur Kasse zu kommen, weil wenn man da, also man wird ja jeden Tag reingelegt. Und die vierte Komponente ist eben das Umfeld um mich, um meiner Person, ja, und das beginnt ab der Geburt. Unter welchen Einflüssen stand ich auch psychoemotional in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit, in meiner Ausbildung? Und all diese vier, nur diese vier Faktoren machen es ja am Ende aus, ob ich meiner Selbstregulation gerecht werde oder die Selbstregulation gestört wird. Und es ist sehr, sehr vielschichtig. Also die Belastung, die ich über die Luft, über das Trinken, über das Essen und über mein Umfeld kriege, ist sehr vielschichtig. Aber wenn man das im Griff hat, dann rennt man rum wie ein Eichhörnchen im Wald. Man braucht dann keinen Arzt oder sonstiges. Das ist ja alles ein gemachtes System. Die Vorsorgeuntersuchung, dies und das, aber nie die Frage stellen, ja, warum müssen wir diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen machen? Gibt es denn eine Ursache dafür, dass jetzt Kinder zum Beispiel Karies entwickeln, dass Erwachsene Dickdarmkrebs entwickeln, dass wir Diabetes entwickeln, die Frauen regelmäßig zur Mammographie müssen und so weiter und so fort. Was steckt dahinter? Also, und das ist ja ein System, das sich so aufgebaut hat und einfach nur darauf basiert, dass ganz viel Geld damit verdient werden kann. Und ich war mit einem Steinbock kann ich nicht viel Geld verdienen. Der springt von Stein zu Stein, der weiß, was er zu fressen hat. Und so ist es mit den Elefanten im Urwald auch. Wenn deren Hornhaut sozusagen von Ameisen angeknabbert wird und die eine oberflächliche Infektion bekommen, wissen die genau, an welche Kräuter die ran müssen, um eine Heilung zu bekommen. Also die haben dieses Intuitive noch zu wissen, was denen gut tut. Das ist ja bei uns erloschen, komplett. Ja, zumindest in der westlichen Medizin. Ne? Also ich denke mir, dass Ja, klar. Ayurveda ist da ein Stück weiter. Ne? Also das heißt, das ist ja die älteste Medizin, die ist ja durchgängig geblieben. Ja, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, dass diese traditionellen Medizinformen, ob es TCM ist, Ayurveda ist, gibt ja auch die traditionelle europäische Medizin, haben sich natürlich auch der Zeit nicht angepasst. Weil wir unterliegen halt ganz unterschiedlichen Belastungen inzwischen. Die Kräuter, die die Herrschaften dort abpflücken, irgendwo sind inzwischen ja auch belastet. Und damit haben wir leider Gottes auch einen Input an toxischen Substanzen, die auf Dauer für unsere Gesundheit äußerst ungünstig sind. Mal ganz unabhängig davon, dass diese jahrtausendalte Medizin und dieses ganze Wissen sehr wertvoll ist. Ja, absolut. Wo mir ja auch so die Augen aufgegangen sind, Max Gerson, das Buch 50 Fälle, eine Therapie. Da Absolut. schreibt er ja, ne, das hat er ja in den 30er Jahren geschrieben oder beziehungsweise in den 30er Jahren hat er ja diese Therapie an Krebspatienten angewendet. Und da hat er ja schon in den 30er Jahren festgestellt, und das finde ich so erschreckend, dass wenn er kein Bio-Gemüse verwendet hat, sondern mal auf Konventionelles zurückgegriffen hat, dass diese ganze Therapie quasi zum Scheitern verurteilt war. Ne? Also er hat ja mit den Säften gearbeitet, unter anderem Na klar, es 30er ist Jahre. ja, und es ist ja auch logisch, weil wir wissen heutzutage sehr gut, dass diese lang persistierenden Giftstoffe in unserem Körper abhängig vom Faktor Zeit einen Effekt auslösen. Also ist so sozusagen, es gibt eine Regel, wo man sehr gut nachvollziehen kann, dass wenn man eine niedrige Dosis
in einem kurzen Zeitraum eine hohe Dosis eines Gifts abkriegt, dann kann es sein, dass man in ein, zwei Tagen tot ist. Ja, also ob es jetzt zum Beispiel ein Tropfen Quecksilber ist in die Blutbahn oder so oder Cyanid, was auch immer, ist jetzt wurscht. Aber wenn man vielleicht ein Hunderttausendstel dieser Dosis über eine lange Zeit im Körper hat und der Körper das nicht ausscheiden kann, ist das der gleiche Effekt? Das ist für die einzelne Zelle der gleiche Effekt. Also es ist am Ende wurscht, ob ich in einer kurzen Zeit eine akute Vergiftung habe. So sieht es ja die Schulmedizin. In der Schulmedizin gibt es nur eine akute Vergiftung. Und oder ob ich niedrig dosiert Stoffe in meinem Körper eingelagert habe und Faktor Zeit entscheidet, wann ich krank werde. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, dass wir in der Schulmedizin immer nur von einem Stoff reden. Ist ja unrealistisch. Also ich meine, wenn ich Fisch esse, habe ich krebserregende Stoffe im Körper vom gegrillten Plastik. Ich habe Schwerölreste, da sind viele Schwermetalle mit drin. Ich habe wahrscheinlich auch ganz viele Chemikalien, die auch in den Meeren sich inzwischen aufhalten. Das ist immer ein Cocktail. Das ist immer ein Cocktail. Es ist nie eine Substanz. Das ist, von einer Substanz kann man vielleicht von der Arbeitsmedizin ausgehen, wo man sagt, ich arbeite in einem Aluminiumwerk und hier wird viel geschliffen. Und man hat nicht eine geeignete Maske auf und bekommt jetzt quasi direkt eine Aluminiumbelastung über die Lunge in den Körper rein. Mhm. Aber wir reden ja jetzt von den normalen Menschen. Also die auch im Büro sind, die ihr ganz normales Leben haben und durch die Stadt laufen, Feinstaub einatmen, zum Zahnarzt gehen, gefährliche Materialien eingebaut bekommen und. Nahrungsmittel zu sich nehmen, die nicht gut geprüft sind. Der ganze Mix an Pestiziden, der leider Gottes auch seitens eben unseren Verbraucherschutz und Regierung und Gesundheitssystem völlig ignoriert wird. Ich meine, da ist ganz klar, dass die Chemieindustrie sozusagen diktiert, wo es lang geht. Ja, da war ich auch sehr entsetzt, als wir festgestellt haben, dass bei meinem jüngeren Sohn Glyphosat in den Zellen sitzt, ne, und du mir auch ganz genau erklärt hattest dann, ne, was das mit diesen Aktrinfädchen von den Mitochondrien macht. Das heißt, unsere Kraftwerke der Zelle funktionieren dann ja schon alleine nicht mehr. Ja, ja. Nicht nur das, es setzt sich natürlich auch ins Erbgut rein und tauscht da so ein paar Basen aus, sagen wir es mal so, und es ist natürlich auch krebserregend, ja. Mhm. Und im Rahmen der zum Beispiel Embryogenese kann es auch zu massiven Missbildungen kommen. Es gibt viele Zusammenhänge mit Missbildungen im Verdauungsschlauch, also auch in der Speiseröhre mit Glyphosat und solche Sachen. Also das wird völlig ignoriert von der klassischen oder von den Behörden und auch von der klassischen Medizin. Ich glaube, dass kein einziger Medizinstudent nach 6 Jahren Studium jemals was von Glyphosat gehört hat. Bin ich überzeugt. Ja, das finde ich so erschreckend. Das ist höchstens ein Medizinstudent, der wirklich mal Interesse hat, dann in die Ursachenanalytik reinzugehen und sich die Frage zu stellen, was macht uns eigentlich wirklich krank? Aber das ist doch das, wo ich denke, das muss dich doch antreiben. Ne? Also das ist ja bei mir auch so. Ne? Natürlich war ich die klassische Schulpharmazeutin von der Uni, also richtig krass. Und habe ja auch, ich weiß nicht, um wie viel Grad ich mich jetzt da gedreht habe, weil mich interessiert tatsächlich, was hat dazu geführt, dass derjenige jetzt so, wie er vor mir sitzt. Ne? Und welche Schrauben müssen wir jetzt bitteschön drehen, damit er wieder in seine Heilungsprozesse gehen kann. Aber was ich ja auch, also dann kommen die ja zu mir teilweise und sagen, also der Arzt hat gesagt, mein Blutbild völlig in Ordnung. Und dann muss ich erstmal immer sagen, ja, die Ärzte gucken ja aber auch nur nach dem, was sie kennen. Es ist ja nicht so, dass du Blut abnimmst als Arzt und das wird ins Labor geschickt und das Labor untersucht nach der ganzen Bandbreite, die es so vielleicht momentan gibt. Sondern du kreuzt ja immer schön an, ne, was will ich denn jetzt eigentlich haben? Will ich vielleicht noch ein bisschen Schilddrüse oder will ich noch ein bisschen Harnstoff? Und das kriegen die doch dann. Aber die klassische Schulmedizin nutzt ja nicht mal dieses Spektrum. Ne, und da denke ich immer, wir wissen ja nur das, was wir kennen können.
Ja, das ist ja immer so, ne? Also je weniger ich kenne und desto eingeschränkter ist natürlich mein Blickwinkel auch auf den Patient. Und daran siehst du ja auch, wo es momentan hingeht, ja, weil man geht zum Hausarzt und sagt, mir tut mein Rücken weh. Dann kriegt man eine Überweisung für einen Orthopäden. Der Hausarzt guckt sich ja die Wirbelsäule nicht an. Was soll er da machen? Was soll er sich da angucken? Er hat noch niemals gelernt, die Wirbelsäule zu untersuchen. Dann kommt man zum Orthopäden und dann kriegt man erstmal ein Röntgenbild gemacht. Und wenn der keine Ursache findet, dann gehen sie zum Neurologen. Ja? Und so wird man von Fachdisziplin zu Fachdisziplin geschickt. Und mir kommt es manchmal so vor, als würde ich zum Autohändler oder in die Autowerkstatt gehen und er sagt, ja, gehen Sie mal in die Werkstatt, die kennen sich mit dem Vergaser aus und gehen Sie mal in die Werkstatt, die kennen sich mit der Kupplung aus und die kennen sich mit der Elektronik im Auto aus. Und jetzt könnte man das natürlich beim Auto sagen, klar, wenn ich jetzt da eine Komponente kaputt ist, ist es einleuchtend, aber der Mensch hat ja in seiner Krankheitsentstehung, die ist immer multifaktoriell. Also falsch. Multifaktoriell immer ist falsch. Fast immer multifaktoriell. Ich meine, wenn ich jetzt hier raus auf die Straße gehe und ich lasse mich vom LKW überfahren, weil ich nicht geguckt habe, dann ist das ein kausaler Zusammenhang meines Sterbens mit einem Unfall, ja. Aber die meisten Patienten, mit denen wir ja tagtäglich in den Praxen, auch Hausärzte und meine ganzen Kollegen, auch die Heilpraktiker zu tun haben, sind ja chronische Zeitkrankheiten, die multifaktoriell sind. Das heißt, ich kann mir nicht von einer Disziplin, die meinetwegen nur sich mit der Lunge auskennt oder sich nur mit dem Nervensystem auskennt oder sich nur mit dem Bewegungsapparat auskennt, erwarten, mich zu heilen. Diese Disziplin kann nur meine Schmerzen irgendwie unterdrücken mit akuten Medikamenten, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist, dass man die Möglichkeit zumindest mal hat. Also weißt du, wenn jemand jetzt einen allergischen Schock bekommt oder eine ganz schwere Heuschnupfenreaktion hat und die Augen sind gerade so, dann ist es ja auch gut, dass wir sowas wie Cortison haben und das akut einsetzen können. Aber der nächste Schritt ist, wie können wir diese gestörte Immuntoleranz verbessern? Und das geht nicht durch ein monokausales Denken, unmöglich. Naja, das ist ja auch mein Ansatz, nur eben ganz anders als du jetzt. Ne? Wenn du jetzt Allergie sagst, dann sage ich, okay, wo ist jemand zu nahe gekommen? Ne? Das ist dann so die Thematik, wo kommt jemand in mein Feld und wo wird jemand übergriffig und wo habe ich keine Grenze? Allergie ist bei uns jetzt vom Mindset her immer so ein Grenzthema. Ne? Und dann noch in Kombination mit eben Umweltmedizin, dann denke ich, hast du sehr, sehr gute Chancen, den Menschen auf seinem Weg zu helfen und zu unterstützen. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch, passt ganz gut dieses Beispiel, was du sagst, weil was ist in meinen Körper eingedrungen, was mein Immunsystem jetzt als fremd erkennt, nicht loswerden kann und im Laufe der Zeit in die Intoleranz neigt, also Toleranzverlust. Das ist ja auch etwas, was nahe gekommen ist. Normalerweise sollten wir Fremdes, was in unser Körper eindringt, sagen wir mal, verarbeiten können. Wir können aber kein Quecksilber verarbeiten, wir können kein Aluminium verarbeiten, wir können kein Glyphosat hundertprozentig wegverarbeiten oder DDT oder was auch immer, für Holzschutzmittel, Lindan und solche Sachen. Das sind Langpersistierer, die sind über Jahrzehnte bleiben, die sozusagen in unserem zellulären System drin. Vor allen Dingen in den Zellen, die sich eben nicht ständig auf- und abbauen, wie die Darmschleimhaut. Das Nervensystem ist ja plastisch, aber dass sich da ständig neue Zellen aufbauen, das ist halt extrem langsamer Umsatz sozusagen. Und damit gehen diese Zellen halt im Laufe der Zeit kaputt, wenn eben Fremdes eindringt und nicht mehr loswerden kann. Passt Krass. vielleicht ganz gut sogar in diese psychoemotionale Naja, Komponente. also ich habe letztens auch mit einer anderen Coachin gesprochen über Symptome, ne, weil uns das auch so traurig stimmt fast schon, dass Symptom betrachtet wird und wie du ja vorhin gesagt hast, natürlich ist es gut, dass ich bei Schmerzen ein Schmerzmittel geben kann. Aber wenn ich nicht verstehe, warum ich diesen Schmerz habe,
Dann gebe ich ja letztendlich wieder nur eine Information in mein System. Ja, und ich als Pharmazeutin muss dann auch immer sagen, wir kennen nicht mal alle Metaboliten. Ja, was sich da dann noch aus dem Schmerzmittel Paracetamol zum Beispiel, was da sich noch alles so Schönes entwickelt, während es abgebaut wird. Ne? Und was weiß ich, auf welche Enzyme es dann vielleicht noch geht. Ne? Und das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Und Und manchmal muss sich doch auch mal die Frage stellen, wie funktioniert denn die Biologie insgesamt, also auf diesem Planeten? Was ist der Sinn eines Lebewesens? Warum ist es überhaupt da? Ist es wirklich nur ein Opfer? Mit der Geburt ist es plötzlich ein Opfer und kann nur noch durch externe Hilfe überleben? Ja, wir sind ja teilweise so konditioniert. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass ich glaube jetzt so unsere Generation, wir durften ja noch Kinderkrankheiten haben. Wir durften in die Erfahrung kommen, krank zu sein, Mutterliebe zu erfahren, Zuneigung zu bekommen und auf unsere Krankheit uns weiterzuentwickeln. Und heutzutage ist es ja so, ups, die Nase läuft, schnell zum Kinderarzt. Das heißt, Kinder erfahren ja gar nicht mehr und erleben gar nicht mehr, dass sie selbstregulativ sind, selbstregulierend sind und dass man aus jeder Kinderkrankheit oder aus jeder Grippe, Schnupfen, was auch immer, Husten, selbst auch wieder rauskommen kann, wenn die Umstände um meines Körpers herum passen, sozusagen, ja. Und das ist eben ein ganz großes Problem, dieses Selbstvertrauen, dass der Körper ja selbst auch was regulieren kann. Das hat eben ein Steinbock in den Bergen oder auch mein Eichhörnchen im Garten. Ja. Es Ja, ist ja aber eben, wie du sagst, ne, wenn ich meinem Kind von Anfang an sage, ups, bist hingefallen, du kriegst jetzt gleich was, das ist ja sogar auch eine Gefahr der Homöopathie so ein bisschen, ne? Wenn ich bei jedem Sturz gleich sofort ein Annika-Kügelchen gebe, signalisiere ich ja im Grunde nichts anderes. Ne? Das heißt, da gilt es auch abzuwägen, ne? Selbst genau. mit homöopathischen Mitteln. Ja, und das beginnt ja letztendlich eigentlich ständig im jüngsten Leben. Zieh dir was Warmes an, sonst erkältest du dich. Man kann ja selbst in die Erfahrung gehen. Ja, muss man auch. Also das ist ja genau das, ne? Wenn man sich, sagen wir mal, nur luftig anzieht im Winter, vielleicht adaptiert sich der Körper an diese Temperaturen da draußen. Wer weiß das schon? Also, ich denke, dass sehr vieles so im Mindsetting auch bei den Menschen einfach falsch gebahnt ist und dass wir in diese Form der Medizin jetzt ja auch reingerutscht sind, wie wir sind. Nämlich, wir sind irgendwo versichert und gehen irgendwo hin, bekommen irgendein Pillchen und die Sache ist erledigt. Aber so funktioniert es nicht. Ja, und das Erste, was ich auch immer gefragt werde, ist, zahlt die Kasse. Ja, gut, ich meine, klar, diese Fragen kriegen wir alle Therapeuten, die, sagen wir mal, etwas anders arbeiten. Aber es liegt ja immer im Ermessen des Patienten, sich selbst dafür zu entscheiden, einen bestimmten Weg zu gehen. Ja. Und jeder Patient, der mir gegenüber sitzt, hat ein Smartphone und draußen ein Auto stehen. Also dafür ist Geld da. Also Das stimmt. es Und ist die Wirklichkeit, wenn ich krank genug bin, und so ist es ja bei jedem Menschen. Wenn es einem wirklich richtig schlecht geht, dann ist es nicht mehr wichtig, ob ich jetzt das neueste Smartphone habe. Nee, absolut. Und was ja auch spannend ist, es gibt ich weiß nicht mehr, welcher von denen, ich glaube, Keith Block hat das auch geschrieben. Das ist in Amerika ja jemand, der auch sehr, also ein Krebszentrum, geniales Krebszentrum gegründet hat, mit Sporteinheit, mit Küche und da integrativ arbeitet. Und der hat auch gesagt, es gibt Studien, wenn ein Patient lange Wege in Kauf nimmt, um eine Therapie in Anspruch zu nehmen, sind seine Heilungschancen gleich um ein Vielfaches besser, als wenn du next door dich behandeln lässt. Ne, weil du einfach dann auch bereit bist, was zu investieren und wenn es eben nur Zeit ist. Wenn dein Leid groß genug ist, Ja. gehst du alle Wege und machst auch alles mit, was ein Therapeut sagt. Und da müssen die Menschen offensichtlich momentan erstmal reinrutschen. Und wir sind ja momentan in der Veränderung sozusagen. Und
da wird sich das eine oder andere sicherlich auch im Geiste verändern. Und bei dem, wo sich nichts verändert, ja, mein Mitleid. Ja, das stimmt. Ja, von nichts kommt nichts, ne? Also es ist ja immer so, wenn ich nicht bereit bin, meine Denkweise zu verändern, wenn ich nicht bereit bin, meine Ernährungsweise zu verändern, wenn ich nicht bereit bin, also an mir selbst zunächst zu arbeiten, dann werde ich nicht zur Gesundheit kommen. Nee, absolut nicht. Also für mich ist Eigenverantwortung ein Riesenthema. Also dass ich den Menschen auch helfe, in ihre Eigenverantwortung zu gehen, damit sie nicht mit dem Finger nach außen zeigen, so dass es jetzt alles Schuld daran, sondern dass sie sagen, okay, ich darf erstmal an mir arbeiten, um was zu verändern, damit sie dann in die Heilung kommen können. Und das ist auch, also wenn sie sich darauf einlassen, das ist ein schöner Weg, aber du weißt, Heilpraktiker sind nicht immer die erste Anlaufstelle, ne? Also. Ja, gut. Ich meine, du weißt ja, was Gandhi gesagt hat, sei du selbst die Veränderung. Also ich arbeite unentwegt an mir. Und bin auch so dankbar, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und ich mich bei dir auch behandeln lasse. Und ich hatte ja vorhin gesagt, drei Sachen sind mir eingefallen. Eins noch, weil du hattest ja auch von Grundwasser gesprochen und dass wir das ja trinken und das ist ja auch belastet. Und das fand ich auch so spannend, dass ja letztendlich, wenn du duscht, hast du eigentlich schon gleich deinen Blutdrucksenker, eventuell schon dein Antidiabetikum. Einmal über das Wasser, aber was ja noch viel krasser ist, dass ja über diese Aerosole, und jeder weiß ja inzwischen, was ein Aerosol ist, dass wir ja auch über diese Aerosole das Ganze ja auch wieder inhalieren. Das heißt, die Therapeuten, die da sehr weit gehen, sagen ja, letztendlich musst du sofort das Fenster nach dem Duschen sperrangelweit aufmachen, dass du dann nicht schon wieder diese ganze Belastung inhalierst. Also ich würde vielleicht gerade nochmal einen Schritt zurückgehen, weil normalerweise steht jedem von uns ja sauberes Wasser zu. Ja. Wir müssen gar kein Wasser kaufen, das ist ja Blödsinn. Wenn wir uns überlegen, was da für eine Logistik dahinter steckt. Aus irgendeinem Brunnen wird es geholt, dann werden die Flaschen energieaufwendig gewaschen, dann kommt es mit den LKWs irgendwo quer durch Deutschland gefahren, dann fahre ich jetzt mit dem Auto los, pack mein Auto voll mit irgendwelchen Kisten und fahre dann wieder nach Hause, trinke diese Flaschen, bringen sie wieder zurück, dann gehen sie mit dem LKW wieder zurück und so weiter. Ist doch hirnrissig. Also letztendlich schaffen wir es ja nicht, unser Grundwasser auf einem Top-Niveau zu halten. Und die Kläranlagen sind auch extrem verschmutzt. Mhm. Das betrifft sowohl das Wasser, das wir so im regulären Getränkemarkt kaufen. Es ist eigentlich fast immer uranbelastet. Da ist auch immer wieder... gibt es immer wieder Untersuchungen zu Mikroplastik und sonstigen Rückständen. Also die Belastung ist inzwischen im Grundwasser und in den Wasserquellen angekommen. Die Kläranlagen sind technologisch auf einem Stand von den 80er Jahren. Ja, es gibt so gut wie kaum Membrantechnologie und solche Sachen. Da sind die Chinesen inzwischen schon bald weiter. Und letztendlich ist ja das Beste, zu Hause das Wasser zu filtern. Und zwar direkt an dem Anschluss unten, im Keller. Das, was mir die Stadt zukommen lässt, dass man dieses Wasser filtert und dass man versucht, eben dann im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung, und man kann sich ja auch in einem Mehrfamilienhaus ja auch arrangieren und sagen, wollen wir das nicht alle zusammen machen? Weil dann hast du sauberes Wasser unter der Dusche. Du trägst ein Stück weit für die Umweltproblematik ja positiv bei, dass du sagst, wir filtern einfach das Wasser selbst. Mhm. Und wenn ich mir halt überlege, dass es so eine einfache Methode wäre, wenn man das vielleicht sogar finanziell etwas unterstützen würde für die Leute, die sich das nicht leisten können. Und wenn ich sehe, wie viel Geld verschwendet wird, gerade in der heutigen Zeit für wirklich Unsinn, und dann steht es alles nicht mehr so in der Relation und man muss sicherlich einfach den Schritt machen und sagen, so, ich bin jetzt die Veränderung. Ich filter mein Wasser zu Hause. Ich atme gemütlich die Aerosole ein, die unter der Dusche entstehen. Ich kann auch das Wasser unter der Dusche trinken und mein Nudelwasser, mein Teewasser, mein Kaffeewasser und Kochwasser
ist alles sauber und hoffentlich benutze ich dann auch Produkte, dass meine eigenen Abwässer gar nicht das System stark belasten. Das wäre Solidarität. Ja, das ist ein super Ansatz, weil ich filter auch nur bisher mein Trinkwasser. Da würde ich jetzt nochmal dich in einer ruhigen Minute befragen. Und, ja, ich meine, es gibt natürlich auch Partikel, die über die Haut aufgenommen werden. Die Haut ist eine große Resorptionsfläche und in der Umweltmedizin ist dieses Thema mit den Nanopartikeln eigentlich schon lange sehr präsent, weil die hochgradig toxisch für unseren Körper sein können und weil unser Körper auch mit diesen Nanopartikeln nicht vernünftig klarkommt. Mhm. Und wir können ja nur dazu beitragen, die Belastung, die täglich auf uns einwirkt, so gut wie möglich zu reduzieren. Die kriegen sie nicht mehr los. Dafür müssten wir im Prinzip auf den grünen Planeten ziehen. Oder wir müssten alle unser Bewusstsein so weit verändern, dass wir einfach wieder ein paar Schritte zurückgehen und zufrieden auch sind mit Verzicht oder mit einem naturidentischen Leben. Aber ich glaube nicht, dass wir die momentane Form der Menschheit dazu überzeugen können. Und damit müssen wir wahrscheinlich nicht nur sehr geduldig sein, sondern auch warten, bis hier Schlimmeres passiert. Ja, leider Gottes. Also Nanopartikel nochmal, das ist ja leider auch oft in Kosmetikartikeln drin. Und Nanopartikel, nur weil das, also es hat vielleicht jeder schon mal gehört, aber es weiß nicht unbedingt jeder, was damit anzufangen. Aber es gibt ja vor jeder Zelle sozusagen einen Wächter, was da eigentlich rein soll und nicht. Die funktionieren mal weniger gut, aber die Nanopartikel gehen durchs Schlüsselloch, das heißt, die müssen die Tür noch nicht mal öffnen. Und deshalb gelangen die einfach auch in die Zelle rein. Und das ist ein Riesenproblem. Absolut. Genau. Das ist eine ziemlich große Gefahr, die Nanopartikel momentan. Ja. Und ich meine, es gibt Untersuchungen vom Feinstaub, dass da weit über 100 verschiedene chemische Substanzen auf Feinstaub sogar nachgewiesen sind, inklusive Nanopartikel. Und wir atmen das tagtäglich ein, ne? Und haben hier die Aufnahme, jetzt nicht wie unter der Dusche, sagen wir mal auch über die Haut, sondern wir inhalieren tagtäglich Giftstoffe ein, ob wir wollen oder nicht. Wir können das gar nicht mehr verändern. Und wenn du mal überlegst, dass allein in China pro Tag 4.500 Menschen anhand der Belastung von Nanopartikel nicht, aber Feinstaub früher sterben, allein 4.500, und in Deutschland sind es ja 350 Menschen, die pro Tag früher sterben wegen der Feinstaubbelastung. Das kannst du jetzt mal aufs Jahr rechnen, wie relevant es wäre, an dieser Thematik oder diese Thematik mal zu thematisieren, also auch breit in der in der Erziehung auch der Kinder und der Eltern und dort mal was in Gang zu bringen. Aber man hört davon nichts. Also man hört immer nur was von CO2, auch ein Thema, das sicherlich sehr fragwürdig zu interpretieren ist, also dass man die Gesundheit auf dem Planeten auf CO2 reduziert, obwohl wir ganz, ganz viele Komponenten haben, an denen wir sehr gut schrauben könnten. Ne? Aber ich sag mal, wenn wir kein Wissen haben und uns nicht in dieses ganze Thema reinarbeiten, auch als Laie, ja, jeder Mensch kann sich ja auch in die Feinstaubthematik reinlesen und versuchen mit beizutragen, dass dieser Planet in einen anderen Zustand an die nächste Generation übergeben wird. Aber es muss ja irgendwo in der Erziehung mit eingebettet werden. Ja, Fridays for Future auf die Straße sich stellen, aber bei Starbucks sich die Plastikbecher kaufen und dann in den Wald schmeißen irgendwie und samstags dann mit den Eltern nach Florida zu fliegen in Urlaub. Ja, das ist so ein bisschen ambivalent, ne? So nach dem Motto, ja, im Moment, wenn es mich betrifft, in meiner Lebensqualität, da mache ich nicht mehr mit. Aber ihr sollt das alle machen. Ja, da ist noch ein großes Umdenken nötig und ich denke, es darf auch mehr in die Schule. Momentan werden unsere Kinder in der Schule nicht aufs Leben vorbereitet, ne, sondern sie lernen andere Dinge. Aber ich denke, das darf da auch mehr diskutiert werden, ne, dass dieses Bewusstsein
dann vielleicht auch über die Kinder in die Elternhäuser getragen wird, wenn die Eltern von sich aus nicht das Interesse aufbringen. Das wünsche ich mir auch so sehr, dass da einfach mehr passiert. Lieber Tom, wow, mega viele Informationen, richtig, richtig spannend. Ein Thema, was viel, viel mehr noch erzählt, erklärt werden darf, damit das Bewusstsein einfach geschärft wird. Ich finde den Satz, sei du die Veränderung, wirklich mega gut und da dürfen wir uns wirklich mal hinbewegen. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Gerne. Und wir schauen mal, wir werden sicherlich noch mal einen Termin finden. Ich habe ja noch einen mit dir. Wenn es dann noch mal Themen gibt, die wir auch noch mal weiter beleuchten können. Aber erstmal vielen, vielen Dank und hab noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ja, du auch. Ja, danke dir. Tschüss.